Hallo Linda, schön, dich im Podcast zu haben. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Für alle die, die es eben noch nicht wissen, die hier reinhören, Ende Oktober hat sich, also letzten Jahres 2023, hat sich richtig erwischt, da hast du dir das Kreuzband gerissen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Meniskus auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie ist das genau passiert, wenn du drüber reden magst? Ja, alles gut. Ist bisher jetzt schon ein bisschen Gras drüber gewachsen. Okay. Genau, es ist am 28. Oktober passiert in Wiesbaden, irgendwie Ende des vierten Satzes. Ich wollte angreifen, habe irgendwie schon in der Luft gemerkt, oh scheiße, der Pass ist ein bisschen dicht und wollte halt einfach ein bisschen ausgleichen, dass ich nicht auf der anderen Seite lande. Habe ich auch geschafft, bis dann mein Knie einmal komplett weggeknickt ist und ja, ich dann auf dem Boden lag und schon wusste, okay, scheiße, hier ist irgendwas völlig schief gegangen. Und ja, so hat sich es dann auch herausgestellt. Lass uns mal zurückgehen zu dem Tag, wo es passiert ist. Was ist dann passiert? Also bist du dann direkt vom Spiel ins Krankenhaus, MRT? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird da ein Profi betreut, was das angeht? Ja, ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn es in Schwerin passiert ist. Also es ist in Wiesbaden passiert, wie gesagt, Ende vierten Satzes. Ich wurde irgendwie in die Katakomben getragen, weiß tatsächlich auf den Zeitpunkt nicht mehr, was zwischen Feld und wo ich dann in der Liege quasi war, passiert ist, wo wir lang gegangen sind, keine Ahnung. Ja, dann kamen Ärzte, unsere Physiotherapeutin war dabei, meine Eltern kamen tatsächlich noch. Oh nein. Und ja, haben einmal alles durchgecheckt und der Arzt sagte auch, ich brauche jetzt keinen Schubladentest, hier machen nur so viel Spannung auf dem Knie. Also ich würde behaupten, dass da irgendwas ziemlich kaputt ist, aber nageln wir uns jetzt nicht drauf fest. Und dann bin ich mit der Mannschaft tatsächlich im Bus zurück, habe mir so viele Schmerztabletten reingehauen, habe einfach nur geschlafen. Ja, dann war am nächsten Tag Sonntag, das heißt, es war eigentlich alles zu. Da unser Arzt jetzt halt kein MRT-Gerät im Haus hatte, mussten wir halt warten, bis wir von anderswo Bescheid bekommen. Und dann bin ich Montag früh direkt zum MRT in die Helios-Klinik in Schwerin. Und da am Dienstag Feiertag war, war der Reformationstag, konnten wir halt keine Ergebnisse oder irgendwas kriegen und sind dann mit der CD zu unserem Mannschaftsarzt, der hat sich dann schon mal ein bisschen was angeguckt, sagte jetzt auch, er kann jetzt keine genaue Diagnose stellen, ist jetzt kein Spezialist im MRT auswerten und sagte halt, okay, Kreuzband ist auf jeden Fall kaputt und am Meniskus müssen wir schauen, das kann ich nicht genau sehen. Und das hat sich dann am nächsten Tag ebenso auch bestätigt. Und ja, dann war ich mit Heidelberg in Kontakt, wo Hanna Ortmann und Anne Hölzig dann zuvor halt auch waren, mit den Mannschaftsärzten, Nationalmannschaftsärzten. Und da habe ich dann relativ schnell einen Termin bekommen. Und das waren dann, ja, nach dem Unfall bis zum 9.11. eben. Also knappe 10 Tage, bis dann die OP kam. Ja, Hamstring ansteuern, das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt ein Problem ist. Wie arbeitet ihr dagegen, gegen diese Ansteuerungsproblematik? Ja, am Anfang halt sehr, sehr einfache und wirklich gar nicht komplexe Sachen. Also wirklich einfach nur das Bein auf den Bauch zu legen, das Bein zu heben, fiel mir schon schwer. Mhm. Und das wird jetzt alles besser, aber ja, jetzt durch viele Hamstring-Übungen, ne? Also einbeinige Sachen, viel mit Deadlift, mit Standwagen, auch an der Maschine einfach Leg Curl auf dem Petsy-Ball. Und ja, ich sehe halt einen Fortschritt, aber es ist immer noch nicht so wie das rechte Bein. Okay. Könnte man denn, wenn alles perfekt gelaufen wäre, also da, wo du trainierst, auf Schalke, da sind ja, also wenn ich das richtig sehe, sind ja super viele Frauen und Männer nach Kreuzbandriss. Und was sagen denn dort die Trainer und Ärzte, was ist denn normal? Also wann dürfte man denn wieder alle Muskeln perfekt ansteuern können? Puh, gute Frage. Also komisch ist, dass mein Strecker tatsächlich auf beiden Seiten wieder gleich ist. Also es sind noch 3% im Isokineten, die wir getestet haben. Dementsprechend ist jetzt nur noch der Hamstring, der quasi fehlt. Aber der Rest ist super ausgeglichen, der Umfang ist gleich, die Kraft fühlt sich gleich an. Und es sind jetzt 5,5 Monate. Also natürlich geben die da, die sagen auch, dass jedes Knie immer anders ist. Kann man jetzt nicht pauschal so sagen. Aber ja, nach 6, 7 Monaten würde ich schon sagen, dass es da wieder gleich ist. Mhm. Ja, wär jetzt auch so meine Idee gewesen, oder hätte ich jetzt spontan gesagt, so nach 6 Monaten, wenn man richtig viel trainiert, könnte die Muskulatur erstmal wieder gleich sein. Nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt, 1, 2 Wochen nach dem Unfall.
Ja, schrecklich. Also tatsächlich erstmal die Zeit, ich habe es in kleinen Etappen gesehen. Bis zum MRT habe ich gesagt, okay, Lena, du stellst dich aufs Schlimmste ein, dein Knie ist komplett kaputt, die Saison ist vorbei. Wenn es dann am Ende nicht so ist, umso besser, aber du gehst erstmal davon aus. Und so hatte ich mich eingestellt. Deswegen, als der Doc gesagt hat, dein Kreuzband ist durch, dachte ich, ja, wusste ich ja schon so ungefähr. Ja, war natürlich sehr, sehr fertig. Also ich glaube, es gab keinen Tag nach der Verletzung, wo ich nicht geheult habe, wo ich saß und dachte, okay, die Saison ist gelaufen, ist vorbei. War dann bis zur OP auch noch so weit, dass ich dachte, Kacke, hab die Spiele geguckt und lag einfach nur heulend auf dem Sofa. Ja, musste dann aber irgendwann auch mit der Situation klarkommen und sagen, okay, das ist jetzt passiert, du kannst es nicht ändern. Und hab dann einfach nur auf die OP gehofft, dass alles gut verläuft und zu sagen, okay, danach geht's bergauf, du kannst daran arbeiten, du kommst zurück. Genau, das war dann relativ schnell so ein Switch, aber die ersten Tage waren schrecklich, ja. Okay, jetzt kommt dann erstmal die Reha, dann ist ja bald die Saison vorbei. Also, Entschuldigung, für Schwerin kommt jetzt noch das Finale, dann ist bald die Saison eh vorbei. Das heißt, du wirst dann auch deine Reha weitermachen, aber dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ganz normal ins Teamtraining wieder einsteigen können, vielleicht sogar als eine der ersten, weil du sozusagen eben aus der Verletzung kamst und dann eben nicht aus, keine Ahnung, aus der Zeit im Nationalteam oder so, sondern kannst dann direkt, wie du es eigentlich letztes Jahr auch gemacht hast, schon im, ich glaube im August warst du letztes Jahr dann schon da, Genau. und dann schon hin und anfangen zu trainieren und so. Ja, so ist der Plan. Also jetzt sieht es gerade aktuell danach aus, dass ich Ende Mai um den 20. oder ein bisschen später meinen Return to Competition Test machen kann. Dann sind es 6,5 Monate und danach dann vor allem im Ball wieder was machen kann. Also jetzt ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, weil alle unsere Trainer mit Nationalmannschaft unterwegs sind. Es ist nur der Athletiktrainer noch da, aber dass man zumindest dann dort wieder was aufbaut. Er kann auch was am Ball, das ist jetzt nicht so, dass man gar nichts mehr macht, aber da wird es dann auf jeden Fall vorangehen. Ja, okay. Aber gut, okay. Aber sozusagen deine Zukunft, also dein nächstes Jahr ist schon in Stein gemeißelt. Da steht schon alles so ziemlich fest. Du kommst einfach Das zurück, ist, spielst auch genau. weiter Annahme außen, so, das ist einfach alles okay. Das Ja, ist, mega. Du hast gerade diesen Return to Competition Test angesprochen. Hast du den schon mal gemacht? Also können wir vielleicht einmal kurz über den sprechen, weißt du, wie der genau aussieht, weil ich kenne mich da nicht so gut aus und würde mich freuen, wenn du uns da kurz einmal mitnehmen würdest, wie der aussieht. Ja, also ich habe mir da eine riesige Platte vorgemacht. Ich dachte, ich muss da jetzt irgendwo nach Hamburg zu BG oder keine Ahnung, wo man sowas macht. Und ich werde da voll auf die Probe gestellt. Und wenn ich verkacke, dann muss ich alles nochmal von vorne machen, so ungefähr. Da haben sie mich natürlich alle ein bisschen beruhigt, haben gesagt, nein, wir machen den Test hier im Haus, tatsächlich mit den Trainern von uns. Und du machst gerade schon das meiste davon. Ich so, wie, ich mache schon das meiste davon. Ich dachte, das ist jetzt wirklich so ein Testungstag und ja, war dem nicht so. Also am Ende ist es eigentlich nur Seitenvergleiche zu sehen, wie mache ich was mit rechts, wie mache ich was mit links. Und dazu gehört dann eben Isokinetik-Test mit den verschiedenen Gradstufen, also Schwierigkeitsgrade. Das, was wir jetzt auch schon machen. Dann hatten die noch irgendwie davon gesprochen, so T-Läufe, also nach vorne seitlich zu rennen, um zu schauen, wie drücke ich mich mit links, wie mit rechts ab. Dann verschiedene Sprünge, einbeinig, Drop-Jumps. So Sidehops mit links, mit rechts, einbeinige Weitsprung mit einem Bein und ja, da wird eigentlich nur auf die Achse geguckt und halt eben die Zahlen dann verglichen. Ja, ich weiß nicht, wie es vor meiner Verletzung wäre, wie gut ich da mit links, mit rechts wäre, keine Ahnung, aber ist natürlich auch die Aufgabe der Reha-Leute, mich da auf einen Nenner irgendwie wiederzubringen. Okay, das heißt, die wichtigen Kriterien bei diesen Tests ist nicht, dass du eine bestimmte Weite erreichst, also jetzt im Weitsprung zum Beispiel, oder eine bestimmte Höhe in diesem Drop-Jump, sondern es geht darum, dass du einfach im Seitenvergleich gut bist und es geht darum, was die Trainer sehen, wie gut deine Achse steht, richtig? Genau, ja. Und wird es auch irgendwie gefilmt und dann wird es in Slow Motion geguckt, geht dein Knie weit? Ja, ah, okay, Ja, mega. genau. Ja, so ist der Plan. Ich drücke die Daumen und wünsche dir alles, alles Gute für deine Zeit und würde sagen, vielleicht bis bald. Dankeschön, Philipp.
Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.